Diese Liste der Gestapo besiegelte das Schicksal von 6000 jüdischen Mitbürgern des ehemaligen Landes Baden. Am 22. Oktober 1940 wurden sie nach Südfrankreich deportiert. Hier bei Gürs, westlich Toulouse, stand damals das Lager. Heute erinnert nur noch Unkraut überwucherter Boden an die grauenvollen Jahre. Wenige haben sie überlebt. Die Baracken, die waren vielleicht für 20 Leute vorgesehen. Und wir waren 90 Frauen, sage und schreibe, 90 Frauen in den Baracken. Und es war so, dass wenn sich nachts jemand rumgedreht hat, wir uns in corpore umdrehen mussten. Da waren täglich 30 bis 40 Menschen, die an Hunger oder Dysenterie starben. Ich bin damals zum zweiten Mal nach Gürs gekommen. Ich habe anfangs die Deportation mitgemacht aus Mannheim, kam im März 1941 nach dem Lager Riefsalt, von dort in weitere andere Lager, verschiedene Zwangsarbeitsgruppen und so weiter, und bin dann im November 1942 von Riefsalt wieder nach Gürs gekommen. Das gelang mir im November 1943 die Flucht nach Spanien. Und zwar dank Beziehungen, die ich fand, zu Mitgliedern der französischen Widerstandsbewegung. Es waren Leute, die in der Verwaltung des Lagers tätig waren. Es waren sogar Wachposten, die insgeheim dieser Widerstandsbewegung angehört haben. Und hier Werner Freund vom Oberrat der Israeliten. Zurückgekehrt sind sehr wenige. Und die Schicksale, wie Sie ja eben gehört haben, sind zwar verschieden, aber die Unmenschlichkeit, mit der sie begegneten, die war immer dieselbe. Man hatte auch den Eindruck, dass selbst Menschen, die über unser Schicksal zu entscheiden hatten, gar kein Gefühl mehr haben. Weil ich der Ansicht bin, dass auch im Unrecht man doch ein bisschen Mitleid haben könnte. Und das ist uns versagt worden. Ob wir nun nach Gürs oder nach dem Osten kamen, man hat uns nicht wie Menschen behandelt. Und das Unwürdige ist eben das, was wir nicht verstehen können. Auch eine Karlsruher Zeitung hat es nicht verstehen können, dass die nach Gürs deportierten badischen Juden vergessen sein sollen. Sie appellierte am 17. August 1957 an die Öffentlichkeit, den deportierten Friedhof in einen würdigen Zustand zu bringen. Der Karlsruher Oberbürgermeister Klotz ergriff die Initiative. An der Aktion Gürs beteiligten sich fast alle badischen Städte und Landkreise. Von den 6000 deportierten jüdischen Mitbürgern sind 1200 hier im Lager gestorben. Diese Tafel erinnert an das Unrecht und beweist den Versuch, ein Zeichen der Versöhnung zu errichten. Ob es überhaupt verstanden und aufgenommen wird, dazu Präsident Nachmann vom Oberrat der Israeliten. Glauben Sie, Herr Nachmann, dass Ihre Mitbürger das vergessen können? Schauen Sie, ich glaube, das Wort vergessen sollte hier nicht angewandt werden. Wir sollen es nicht vergessen, wir sollen uns immer daran erinnern, nicht nur wir, sondern die gesamte Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir damit den Grundstein legen können für eine bessere Zukunft. Und wir sind uns sicher, dass sowohl die Bürgermeister wie auch die Bevölkerung der Städte und Landkreise Badens diese Aktion aus Herzen heraus gemacht haben und auch daran gedacht haben, durch diese Aktion ihren ehemaligen Mitbürgern etwas Gutes zu tun. Bei der Einweihung sprach Oberbürgermeister Klotz aus, was alle empfanden. Zu sehr beschwert uns der Gedanke an den Weg, den Frauen und Männer unserer badischen Heimat hierher antreten mussten, um ihre Heimat dann nie wiederzusehen. Zu düster, zu schwarz ist der Abschnitt deutscher, ja, der Menschheitsgeschichte, der uns Veranlassung gab, diese kleine Wiedergutmachung, wenn auch für die Toten nicht mehr spürbar, so doch zu ihren Ehren in Form der Herrichtung ihrer letzten Ruhestätte zu demonstrieren.